Caterina Germaine Maria Valente, geboren am 14. Januar 1931 in Paris, ist eine vielseitig talentierte italienische Künstlerin. Ihr Leben erlebte viele Freuden und Sorgen, große Erfolge sowie Schwierigkeiten und Misserfolge. Sie ist nicht nur als Sängerin, sondern auch als Tänzerin, Gitarristin, Schauspielerin und Entertainerin bekannt. Durch ihre erste Ehe mit einem deutschen Künstler besitzt Caterina auch die deutsche Staatsbürgerschaft, derzeit ist sie jedoch französische Staatsbürgerin. Caterina Valente wuchs in einer Künstlerfamilie auf und stand im Alter von 5 Jahren erstmals auf der Bühne, als sie mit ihren Geschwistern in einem Zirkus auftrat. Zum ersten Mal stand sie 1936 im Friedrichsbau Stuttgart auf der Bühne. Caterinas Kindheit war vom Krieg geprägt, ihre Familie wurde in Breslau inhaftiert und später in die Sowjetunion deportiert. Nach ihrer Rückkehr nach Paris begann Caterina im Alter von 16 Jahren ihre professionelle Gesangskarriere in Nachtclubs. Nach einer Zeit des Aufführens und Experimentierens in Frankreich und Skandinavien machte Caterina 1948 in Kopenhagen ihre erste Gesangsaufnahme. Ihre Karriere begann nach der Aufnahme bei Radio Zürich im Jahr 1952. Mit der Hilfe des Unterhaltungschefs von Radio Zürich, Valo Linder, und später von Kurt Edelhagen nahm Caterinas Karriere schnell Fahrt auf. 1952 heiratete sie den Jongleur Erik van Aro und trennte sich von der Bühnenshow ihrer Mutter Maria Valente. Ihre ersten Aufnahmen mit Kurt Edelhagen im Jahr 1953 führten ihr zu Erfolgen beim Salon du Jazz in Paris und beim zweiten Deutschen Jazzfestival in Frankfurt am Main 1955. Berühmte Platten wie Istanbul und The Breeze in E verhalfen ihr zu einem Namen in der internationalen Musikindustrie. Caterina Valente erzielte nicht nur mit Pop-Hits, sondern auch mit Jazz große Erfolge. Sie trat mit Chet Baker auf und nahm viele erfolgreiche Singles auf. Alte Musikalben wie The Hi-Fi Nightingale 1956 und Plenty Valente 1957 wurde veröffentlicht und stieß beim Publikum auf große Begeisterung. Allerdings geht es in Caterinas Leben nicht nur um Ruhm. Sie musste viele Nöte und persönliche Tragödien ertragen. Ihre erste Ehe endete mit einer Scheidung, was ihr viele Mühen und Herausforderungen bereitete, ihre Karriere aufrechtzuerhalten und sich um ihre Familie zu kümmern. Sie gab jedoch nie auf und kämpfte weiter. Der große Erfolg von Caterinas Karriere beruht auf ihren Bestseller-Hits und ihrer beeindruckenden Schauspielkarriere. In Deutschland verkaufte sich der Song All Paris Dreams of Love innerhalb von 4 Jahren mehr als 900.000 Mal, damals ein besonders großer Erfolg. Auch die Single The Breeze in E erzielte mit über 1 Million verkauften Exemplaren im Jahr 1978 beeindruckende Verkaufszahlen. 1959 wechselte Caterina zur Teldec Telefunken Decker Schallplatten GmbH und war weiterhin erfolgreich. Auch Caterinas Familienleben erlebte viele Veränderungen. Nach ihrer ersten Ehe fand sie neue Liebe und Glück. Auch wenn es schwierige Zeiten gab, waren die Liebe und die Unterstützung ihrer Familie immer eine große Quelle der Ermutigung und halfen ihr, alle Herausforderungen zu meistern. Caterina Valente ist eine vielseitig talentierte und energiegeladene Künstlerin. Ihr Ziel ist es, nicht nur beruflich erfolgreich zu sein, sondern auch dem Publikum Freude und Glück zu bereiten. Sie versucht stets, durch ihre Musik und Auftritte positive Botschaften zu vermitteln. Mit ihrer jahrzehntelangen Karriere hat Caterina einen tiefen Eindruck beim Publikum hinterlassen und ist zu einer Ikone der internationalen Unterhaltungsindustrie geworden.
Trotz vieler Schwierigkeiten und Tragödien behielt Caterina Valente stets ihren Glauben und ihre Leidenschaft für die Kunst bei. Sie hat bewiesen, dass wir mit Ausdauer und Engagement jede Herausforderung meistern und große Erfolge erzielen können. Das Leben und die Karriere von Caterina Valente zeugen von Beharrlichkeit und dem Geist, niemals aufzugeben. Ihre Leistungen sind nicht nur eine Quelle des persönlichen Stolzes, sondern auch eine Inspiration für viele nachfolgende Künstlergenerationen. Caterina Valente hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterhin einen Namen in der internationalen Unterhaltungsbranche gemacht. Sie ist nicht nur eine hervorragende Sängerin, sondern auch eine vielseitige Künstlerin, die es versteht, jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. In den 1960er und 1970er Jahren blühte ihre Karriere auf, als sie ihren Einfluss in ganz Europa und Nordamerika ausweitete. Caterina Valente stellt sich ständig neuen Herausforderungen und erneuert ihren Musikstil. Sie hat verschiedene Musikgenres aufgenommen und aufgeführt, von Jazz, Pop, Chanson bis Bossa Nova. Dies hilft ihr, über die Jahre hinweg ihre Frische und Anziehungskraft in den Augen des Publikums zu bewahren. Mit Talent und ständigem Einsatz hat Caterina mit vielen berühmten Künstlern zusammengearbeitet und an großen Musikprojekten teilgenommen. Auch im Privatleben von Caterina gab es viele Höhen und Tiefen. Nach dem Ende ihrer ersten Ehe mit dem Jongleur Erik van Aro setzte sie ihre Suche nach Glück und Liebe fort. Trotz vieler Herausforderungen bleibt sie stets optimistisch und hoffnungsvoll für die Zukunft. Die Liebe und Unterstützung ihrer Familie und Freunde halfen ihr, die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Besser. Einiges zu den Ergebnissen. Ein Ergebnis, damit fange ich gleich an, das ist im Grunde die Balance, die schwierige Balance zwischen Leistung und Inklusion. Schauen Sie sich das mal im internationalen Vergleich an. Diese Grafik haben Sie in irgendeiner Form ganz sicher schon gesehen. Das ist im internationalen Vergleich der Leistungsstand im Bereich mathematischer Grundkompetenzen in den verschiedenen Ländern. Wir finden also Asien ganz am oberen Ende, aber auch Länder wie die Schweiz, Finnland, Niederlande, Deutschland, Kanada, Polen, die sind alle im grünen Bereich, zumindest jetzt, wenn sie dann in den gelben Bereich sind, sind die Länder, die so mittelmäßig abschneiden, und im roten Bereich Länder, die unterdurchschnittlich abschneiden. Ja, das ist im Grunde die Gesamtleistung, wie wir sie messen. Gemittelt über alle Bundesländer, gemittelt über alle Schulformen, so wie man das in Deutschland und in anderen Ländern dann so sieht. Das sind die 15-jährigen Schüler. Zweite Dimension der Chancengerechtigkeit. In einigen Ländern ist sozialer Hintergrund ein sehr wichtiger Faktor der Schülerleistung bestimmt. In anderen Ländern kann man sagen, Schülerleistungen sind im Wesentlichen unabhängig von sozialen Faktoren. Und wenn Sie sich die Grafik anschauen, jeder möchte natürlich in diesem Quadranten sein, wo die Leistungen gut sind und wo die Sozialdisparitäten gering sind. Niemand möchte hier sein, wo die Leistungen schwach sind und sehr unausgewogen. Einige sagen, um gut zu sein, muss man Disparitäten in Kauf nehmen. Ne? Das ist der obere gelbe Quadrant. Und andere setzen auf Chancengerechtigkeit und nehmen das Mittelmaß in Kauf. Das ist der andere gelbe Quadrant. Ne? Was interessant ist, wenn wir uns anschauen, wo die Länder tatsächlich stehen im internationalen Vergleich, dann zeigt sich hier, dass man diese Wahl zwischen Chancengerechtigkeit und Leistung so nicht treffen muss. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse unseres jährlichen Berichts, dass es durchaus möglich ist, Chancengerechtigkeit und Leistung zu kombinieren. Das sind nämlich genau die Länder, die Sie da im grünen Quadranten finden. Und was interessant ist, dass das Länder aus aller Herren Weltrichtung sind. Das ist in Asien, das ist in Nordamerika, Kanada, das ist in Europa, wenn Sie da Estonien oder Finnland anschauen. Das ist, denke ich, eine der wichtigsten Schlussfolgerungen, die wir jetzt schon mal ziehen können, dass wir Chancengerechtigkeit und hohe Leistungen durchaus kombinieren können. Ein letzter Gesichtspunkt, der ist auch immer wichtig, das Geld.
Ich mache jetzt mal, gebe jedem Land hier so einen farbigen Punkt. Für einige Länder habe ich keine Daten, da lasse ich das weg. Aber für die meisten habe ich das. Die Größe dieses Punktes zeigt Ihnen jetzt an, wie viel geben wir eigentlich pro Schüler aus.